Ab sofort schlägt's in Köln noch einmal mehr 11:11 Uhr. 11:11 Uhr TV, um genau zu sein. Schön, dass Sie dabei sind. Hier ist das erste und einzige ganzjährige kölsche Karnevals-TV-Format. Alle zwei Wochen gibt's Neuigkeiten, Hintergründiges, Klatsch und Tratsch, natürlich auch Lustiges aus der kölschen Karnevalsszene. Herzlich willkommen zur Premiere. Und das hier, das sind unsere Themen in der allerersten Sendung von 11:11 Uhr TV. Zu Besuch im Studio die Durchstarter der letzten Session, Cat Ballou. Wir reden mit den Jungs ausführlich über Erfolg, Köln und den Karneval. Dann blicken wir zurück auf die letzte Karnevalssession. Herrliche Bilder, kann ich Ihnen da schon jetzt versprechen. Herbert Geis ist zu Gast hier im Studio. Der Deiters-Inhaber hatte die Idee für das Projekt 11:11 Uhr TV und darüber wollen wir natürlich mit ihm sprechen. Wir haben Bilder aus Dubai. Dort im Wüstenstaat fand eine ganz außergewöhnliche kölsche Karnevalsparty statt. Und außerdem kümmern wir uns auch um das neue Sessionsmotto. Unter anderem kommt natürlich an dieser Stelle die Motto-Queen Marie-Louise Nikuta zu Wort. All das gibt's in der Premierensendung von 11:11 Uhr TV. Die letzte Session war kurz. Viele werden wahrscheinlich sagen, sie war zu kurz. Aber natürlich war sie vor allem eins, wunderschön. Es gab viele, viele Highlights, angefangen von der Prinzenproklamation bis hin zum längsten Rosenmontagszug, den es je gegeben hat in Köln. Unwahrscheinlich viel richtig gute neue Musik, volle Seele, gute Witze, überall tolle Stimmung. Lassen wir das Ganze doch einfach nochmal ein bisschen Revue passieren und auf uns wirken. Hier sind nochmal die traumhaften Impressionen aus den letzten Wochen. Die Köln grüßt euch ganz herzlich. Ein weiser Mann, er ging mit Cape und Stock voran. Außerdem ein cooler Typ, er hatte alle Menschen lieb. Eines Tages sollte er etwas an die Menschen richten. 10 Gebote waren seine Pflichten, als er genauer las. Das Tolle an Karneval ist, dass man so viel Spaß hat. Wegen meinen Freunden, die ich immer dabei habe. Dankeschön. Das Beisammensein mit den Freunden. Wegen den schönen Frauen, ne? Es hat Kölnstadt, ist die Gesellschaft. Und dann ist die Musik. Und alle kommen aus sich raus. Genau deswegen mögen wir Karneval. Das ist das 11. Gebot. Kölsch ist jung. Ich komme aus Stuttgart, bin das erste Mal da und ich finde das super. Ganz großes Kino hier. Das Tolle an Karneval ist das Verkleiden, das Anonyme. Eine Woche lang feiern. Und die linke Seite, das ist das 11. Gebot. Session. Wir haben so viele positive Rückmeldungen bekommen. Die Leute haben alle ein Lächeln im Gesicht, egal wo man hinkommt, und das ist einfach schön. Das kann man mit anderen Sachen gar nicht vergleichen. Einfach feiern, feiern, feiern. Jedes Jahr wieder. Komm mit noch mehr zu den Sternen und zurück mal überlegen entlang. Und dann singen wir mal schön und dann haben wir mal Spaß. Es
war grandios, ist grandios und wird grandios bleiben, davon bin ich überzeugt. Ich habe das Gefühl, dass in Köln am meisten gelacht wird und gelächelt wird und das ist, schön zu sehen und schön zu spüren. Und alle anderen schauen so ein bisschen nach Köln, zu Köln hinauf, was den Karneval angeht und das ist toll, dann dieses Amt inne zu haben. Herrliche Bilder, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, also von mir aus könnte es sofort wieder weitergehen mit der nächsten Session, aber hilft ja nichts, ein bisschen Geduld brauchen wir schon noch bis zur neuen Session. Um die Zeit bis dahin zu verkürzen, gibt es ja jetzt seit neuestem 11.11 TV, das ganzjährige Kölsche Karnevals-TV-Format. Und die Idee für 11.11 TV, die hatte Herbert Geis, der Boss von Deiters und den begrüße ich jetzt bei mir im Studio. Hallo Herbert. Hallo, ja, grüß dich. Ja, die Idee 11.11 TV, wie ist die entstanden und warum? Ja, 11.11 TV ist im Endeffekt für uns eine Möglichkeit, den Kölnern oder dem Umland zu zeigen, dass man Karneval doch vielleicht 365 Tage im Jahr haben kann. Dafür versuchen wir natürlich alle News, auch außerhalb Karneval passieren, zu platzieren, um einfach das Feeling da aufrecht zu erhalten. Ich denke, dass doch viele Leute, die Jeck im Herzen sind, dass sich anschauen werden, um dementsprechend sich dieses Thema nachzuführen. Und dementsprechend versuchen wir jetzt, die Themen zu produzieren und das abzubilden. Letztes Jahr das größte Karnevalskaufhaus der Welt gebaut und eröffnet. Deutschlands größte Halloween-Party in der Lanxess Arena auch noch gemacht. Jetzt ein TV-Format. Ist dir schnell langweilig? Ja, ich bin ja noch relativ jung. Also zur Ruhe setzen wollte ich mich noch nicht. Mir macht das Ganze sehr viel Spaß. Es macht natürlich auch viel Spaß, wenn man dementsprechend Erfolg hat. Deiters ist, denke ich, doch sehr fleißig in den letzten Jahren gewesen und wir investieren halt nicht in Ruhe, sondern investieren in neue Dinge. Dementsprechend haben wir ja mit 11.11 TV auch wieder einige Arbeitsplätze geschaffen, wo ich eigentlich sehr stolz drauf bin, die auch langfristig erhalten werden sollen. Und wir haben jetzt so ein positives Feedback schon vorab über die Idee gesehen, hat es ja jetzt dann heute, haben die Leute das erste Mal oder konnten das sehen, aber das Feedback vorab war schon sehr stark und das macht natürlich Laune und auch Spaß, dementsprechend darauf rumzuarbeiten. Also 11.11 TV quasi als legale Droge gegen Karnevalsentzug das Jahr über. Ja, Deiters arbeitet ja, oder ich würde sagen, mein Ziel soll es ja sein, dass wir wirklich dann 365 Tage Karneval leben demnächst, das auch gerne dann deutschlandweit oder weltweit. Eine schönere Jahreszeit gibt es, glaube ich, nicht, für mich zumindest nicht. Wir haben eben die Impressionen der letzten Session gesehen. Ist das vielleicht auch schön zu sehen im Kölner Karneval, auch was so diesen ganzen Musikbereich angeht, dass es eben nicht nur diese etablierten Bands sind, die für Furore sorgen, sondern auch die vielen jungen Bands, die jetzt aufstreben? Also es muss ja irgendwann auch mal was nachkommen. Dementsprechend bin ich eigentlich relativ froh, dass doch eine Gruppe wie Cat Ballou oder Casala die kölsche Sprache immer noch auf der Zunge trägt, wie man sagt. Dadurch, ich sag mal, einen anderen Beat oder einen anderen Rhythmus bekommt vielleicht auch der ein oder andere Jugendliche das Thema Kölsch noch mit, sodass diese Sprache nicht ausstirbt bei uns. Brauchtum an sich, wir sind ja auch Förderer des kölschen Brauchtums, dementsprechend freut es mich, wenn es junge Leute gibt, die sich einfach mit dem Thema Karneval, was nun mal zum Brauchtum gehört oder auch der kölschen Sprache, wenn die sich damit beschäftigen. Das führt für uns dazu, dass der Karneval nicht ausstirbt. Der Karneval wird sich verändern, ganz klar. Aber das muss nicht negativ sein. In welche Richtung wird er sich dann verändern? Er wird moderner. Ich denke, auch seitens des Festkomitees wird sehr viel dazu getan, dass wir dementsprechend viel moderneren Karneval bekommen. Und dementsprechend muss es auch ein Angebot geben, was der Kunde nachher annimmt. Ich meine, man kann von Leuten, die erst ab dem 11.11. sich mit Karneval beschäftigen und am Aschermittwoch enden lassen, nicht erwarten, dass dann in dieser kurzen Zeit Themen wirklich explodieren. Dafür gibt es dann auch Leute wie oder Unternehmen wie wir, die sich 365 Tage damit befassen. Und dementsprechend gehört auch so ein Format wie 11.11 TV dazu. Das muss geboren werden, damit es geguckt wird. Wenn es nicht geboren wird, kann es keiner schauen. Wir haben eben schon angedeutet, dir wird offenbar relativ schnell langweilig. Was steht 2013 noch so an? Hochzeit? 3, 4 weitere Filialen oder? Ja, heiraten habe ich, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Aber was ansteht, wir werden mit Sicherheit unser Filial jetzt noch weiter ausbauen. Halloween Party Part 2, ich bin schon 2014. Denkt immer einen Schritt voraus. Ja, also Part 2 wird es geben. Das wird auch nochmal sehr, sehr spektakulär. Wir haben unsere Künstler jetzt zusammen. Und das Line-Up wird also nochmal das auch von letztem Jahr nochmal toppen. Die Technik wird nochmal aufgepustet und
Da freue ich mich also sehr drauf. Aber grundsätzlich wird unser Kerngeschäft Karneval sein. Wir werden zum Oktoberfest werden wir eine ganz, 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 ganz neue, auch exklusive Trachtenlinie fahren. Wir haben jetzt sehr schöne Dirndls entwickelt, die jetzt schon abgehakt sind, dementsprechend in Produktion jetzt kommen. Wir haben ein ganz anderes Thema Leder noch im Programm, sodass wir da auch hochwertiger werden und das Sortiment da dementsprechend auch verbreitern. Also es sind genug Themen da. Wir haben jetzt mal ja, 4 Wochen circa nach Karneval und die neuen Ideen werden jetzt geboren. Wir sammeln uns jetzt und ich denke, dass in den nächsten 2-3 Monaten dann doch so die ein oder andere Idee dann auch in die Tat umgesetzt werden. Wir können uns also auf viel freuen in der Zukunft. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio, wobei der Weg war ja nicht allzu weit, denn wir alle wissen, die 11.11 TV-Studios, die stehen bei Deiters im größten Karnevalskaufhaus der Welt in Frechen. Herbert, vielen Dank für den Besuch. Dankeschön. Eben schon angeklungen, die Deutschlands größte Halloween-Party ist es am 31. Oktober. Die gab es letztes Jahr schon, da war es ein Highlight im Veranstaltungskalender 2012 und das wird auch 2013 wieder so sein. Karneval ab sofort, also das ganze Jahr hier bei 11.11 TV. Und da spricht ja auch im Prinzip überhaupt nichts gegen. Tanzgruppen, Bands, Literaten, Vorstände und viele andere Jecken, die üben, trainieren, arbeiten schließlich auch das ganze Jahr. Und was es da so Neues gibt in einigen der Gesellschaften und Vereine, das gibt's kurz und knapp zusammengefasst in unserer Rubrik 111 Sekunden Köln. Gleich 4 Traditionschors und dazu noch 3 Kölner Tanzgruppen trainieren derzeit für eine ganz besondere Show. Uraufgeführt wird die Kombination aus Reitsport und Tanz bei der Equitana, der weltgrößten Pferdemesse in Essen. Wir haben als großen Mittelpunkt und Höhepunkt mit den Kai Vorberg, das ist ehemaliger Weltmeister und Europameister im Voltigieren. Und er wird als Lappenclown in der Mitte seine Kunststücke zeigen. Die Tanzgruppe der Großen von 1823 fehlt bei dieser Show, denn noch hat die Große von 1823 gar keine Tanzgruppe. Aber das soll sich ändern und deshalb fand jetzt im Karnevalsmuseum ein Casting statt. In der ältesten Karnevalsgesellschaft Kölns ist es schon seit längerer Zeit Herzenswunsch, eine eigene Tanzgruppe zu haben. In den nächsten Wochen wird sich dann eine Formation herauskristallisieren und in der nächsten Session geht es dann auf die Bühnen. Was vorher also so ein bisschen natürlich als Fragezeichen stand, ist aber heute bestätigt worden für mich, Gott sei Dank, dass wir in dem großen Kreis der Kölner Karnevals-Tanzkorps aufgenommen werden können. Vertreter der großen Kölner und Vertreter des Festkomitees haben die Session in Rio ausklingen lassen, quasi als Endpunkt einer Session mit vielen brasilianischen Einflüssen. Nach Rio ist der Karneval eine Woche später zu Ende, weil die Parade der Champions, die Gewinner, im Sambadrom eine Woche später erfolgt. Und so hatten wir die Gelegenheit, noch mal eine Woche länger Karneval zu erleben und haben das ausgiebig auch gefeiert und bei der Gelegenheit dann eben auch die ein oder andere Partnerschaft zwischen Köln und Rio verfestigt. Unter anderem hat die Große Kölner eine Partnerschaft mit einer der traditionsreichsten Samba-Schulen besiegelt. In Zukunft soll da die Vernetzung zwischen Köln und Rio intensiviert werden, über Jugendaustausch bis hin zu regelmäßigen gegenseitigen Besuchen der Verantwortlichen. Wir machen eine kurze Pause und danach habe ich hier im Studio ganz prominente Gäste. Cat Ballou, die Durchstarter der letzten Session, sind hier zu Gast im 11.11 TV-Studio und ich freue mich auf einen richtig ausführlichen Talk mit den 4 Jungs von Cat Ballou. Also, dranbleiben! Zurück bei 11.11 TV, dem einzigen ganzjährigen kölschen Karnevals-TV-Format. Wir werden natürlich in Zukunft jetzt hier immer in jeder Sendung Gäste haben, auch ganz oft
prominente Gäste und ich bin sehr froh und stolz, dass wir in unserer Premierensendung Gäste haben, die in der letzten Session nochmal so richtig durchgestartet sind. Die Jungs von Cat Ballou. Hallo, grüß euch. Guten Abend. Wir sind jetzt ja so knapp 4 Wochen nach Ende der Session. Konntet ihr euch ein bisschen erholen, Olli? Doch, war super. 2 Wochen Urlaub gehabt. War gut. Fastenzeit, Dominik, läuft ja für euch auch oder fällt die aus? Ja, auf jeden Fall. Also ich gucke auch, dass ich wieder mehr Sport mache jetzt, weil der ist ja, beziehungsweise ich habe ja Musik gemacht. Hat schon hervorragend funktioniert, wie ich finde. Findest du, danke. Ja, ist nur das weite T-Shirt, das ich jetzt anhabe. Aber nee, natürlich. Das weite T-Shirt, ja. Ja, wir machen halt Sport und ich zumindest, ja. Es geht für euch steil nach oben, ist jetzt die 3. Session. Das war sicherlich, Kevin, die bisher heftigste. Hättet ihr gedacht, dass es alles so schnell geht, jetzt in der 3. Session, ja, ich sag mal, jetzt den endgültigen Durchbruch schon so richtig geschafft zu haben? Naja, der endgültige Durchbruch. Ich glaube, wir backen nach wie vor kleine Brötchen. Ah, bescheiden. Aber es war natürlich aufregend und super spannend und wir haben unheimlich viele Eindrücke mitgenommen. Es war einfach eine mega geile Session. Ja, und den Erfolg, den haben wir natürlich schon angesprochen. Michi, vielleicht an dich die Frage. Ich meine, ihr habt mehrere richtig beeindruckende Erfolge gesammelt. Ihr bei den Kollegen von Radio Köln, bei der Wahl zum besten Sessionstitel, bei Top Jack wart ihr auf Position 3 am Ende. Ihr wart in den Singlecharts, wart ihr nach Karneval auf Platz 47, so gut wie keine andere kölsche Band. Und ihr habt auch noch den Wettbewerb Los Mazinger, also diese wirklich viel beachtete Kneipentour gewonnen. Was bedeuten euch diese Erfolge? Ja, sehr, sehr viel. Also es waren, wie du jetzt gerade aufgezählt hast, ziemlich viele Eindrücke und ziemlich viele Erlebnisse, die wir da mitnehmen durften in dieser ganzen Zeit. Und man kann auf jeden Fall kein großartiges Erlebnis hervorheben. Das war halt alles irgendwo unbeschreiblich und echt super. Und ja, man kann das kaum in Worte fassen. Also da war einfach alles super. Ja, Olli, ich meine, klar, Singlecharts, das ist bundesweit, das ist was ganz Tolles. Aber gerade in Köln, dieser Wettbewerb, Los Mazinger, diese Kneipentour, ist das vielleicht einer der ehrlichsten Wettbewerbe, weil die Leute halt nun ausgerechnet in der Kneipe dann einfach nur ein Kreuzchen machen und dafür abstimmen? Ist das so nah am Publikum, so nah quasi an euren Kunden dran, dass das der ehrlichste Wettbewerb ist? Ja, du hast es auf jeden Fall eigentlich schon so gesagt. Ne? Also 47 Singlecharts deutschlandweit, da kann man gar nichts mit anfangen eigentlich. Das ist überhaupt nicht greifbar. Und Los Mazinger, da waren wir ein paar Mal auch dabei. Und ja, da erlebt man es halt hautnah. Und das ist was ganz anderes eigentlich, ja. Den Siegertitel der Los Mazinger Kneipentour, Edith K. Ward von Cat Ballou, den wollen wir uns natürlich nochmal anhören und auch anschauen, denn die Jungs haben auch noch ein richtig tolles Musikvideo dazu produziert. Also hier jetzt nochmal in voller Länge und Schönheit Edith K. Ward von Cat Ballou. Gehört an kölsche Leder und dem Schmuck vom Ring. Hab mich immer noch nicht satt gesehen an all der Hüsche und dem Dom. Doch ich kann nicht sagen, was mich hier hält. Und jetzt kein Wort dazu kommt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk. Wenn ich an mein Heimat denk, ich jetzt kein Wort dazu sagen könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk. Wenn ich an mein Heimat denk, hätt ihr 1000 schöne Lieder in jedem Steckchen.
herrliche Bilder nochmal, dieses Musikvideo nochmal in voller Schönheit zu genießen. Wenn ihr euch da so seht in so einem Musikvideo, gerade du jetzt auch in dieser Anfangsszene, ich sag mal halbnackt im Bettchen. Ganz nackt. Ganz nackt, okay. Wie ist das für euch, euch da zu sehen? Fühlt man sich da doch so ein kleines bisschen bei aller Bescheidenheit als kleiner Star? Ja, nee, eigentlich nicht. Also man guckt sich das die ersten Male an, man wartet natürlich sehr gespannt auf den Schnitt. Und wenn man das erste Mal sieht, dann will man es direkt 10-mal sehen, macht das dann auch. Und irgendwann, wenn es dann im Internet mit, ja, ich glaube, 200.000 Klicks sieht, dann stellt man sich die Frage, das haben ja jetzt so und so viele Leute gesehen. Und das ist dann komisch, ja, aber wahrscheinlich... Gibst du zu, du hast es immer wieder selber geklickt. Ja, ich war 200.000 Mal. Sehr gut. Nee, ich glaube, der Kölner an sich hat auch ab und zu mal geklickt. Die meisten waren wahrscheinlich froh, dass eine Decke drüber war und nicht jeder sich dich ganz nackt angucken musste oder durfte. Ja, passiert im Kopf. Dominik, an dich vielleicht die Frage, dieser Erfolg der aufstrebenden jungen Bands im Kölner Karneval. Ich meine, es gibt da euch, es gibt Kasala, Klüngelköp, noch viele mehr, die man da nennen könnte. Ja, weicht das vielleicht so ein bisschen auf? Früher gab es quasi in Anführungsstrichen nur diese Top 5, immer gepriesen als das Klebert. Aber weicht das vielleicht ein bisschen auf, dass da alles ein bisschen mehr zusammenrückt, dass es einfach ein breiteres Spektrum gibt? Boah, also wenn wir uns selbst betrachten, kann man das ja gar nicht so sehen. Also natürlich kennt man die fünf großen Namen in Köln, aber ich denke mal insgesamt, die jungen Gruppen sind da. Es gibt viel junge, neue Musik. Es ist toll, dass wir eine Chance bekommen. Aber man muss halt auch sehen, ne, die großen Bands, die haben es auch ein paar Jahre vorgemacht. Und da müssen wir auch erstmal ein bisschen dran arbeiten. Das ist jetzt die dritte Session. Und ja, von nichts kürt nichts. Und da muss man auch erstmal ein bisschen am Ball bleiben. Aber freuen uns sehr, dass wir halt diese Chance bekommen. Ja. Kevin, an dich die Frage. Also es war wirklich beeindruckend zu sehen in der letzten Session, wie sich gerade bei zwei sehr aufstrebenden Bands ja fast eine total enge Freundschaft entwickelt hat, bei Kasala und bei euch. Das ist ja wirklich nicht selbstverständlich, dass man sich auch gegenseitig quasi den Erfolg so gönnt. Wie kommt das? Ich glaube, das kam so ein bisschen durch Los Mal Singe, weil wir da natürlich auch, das war so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Kasala zusammen und wie der Olli gerade auch schon sagte, wir waren halt auch oft da und haben uns die Abende dann dort angeschaut und haben auch mitgesungen und mitgevotet. Und dadurch kommt man in Kontakt mit den anderen Leuten und man redet natürlich miteinander. Und ich glaube, wenn man Musik macht, dann ist man halt auch über die Musik so ein bisschen auch verbunden so miteinander. Ihr habt auch dann beim Abschlussabend Los Mal Singe Sitzung, habt ihr sogar gemeinsam auf der Bühne gestanden. Müssen sich die Fans jetzt Sorgen machen, dass es dann irgendwann nur noch eine Band gibt oder das nicht? Nein, Quatsch. Also das war ein einmaliger Auftritt zusammen mit den Jungs als Ketzala und war auf jeden Fall ein großes Highlight für uns auch diese Session. Emotionaler Höhepunkt irgendwie, weil es ja auch schon bekannt war, wie das Ergebnis ist und dass wir zwei da ganz oben stehen dürfen. Und ja, es war natürlich dann mega. Also die Leute im Saal gingen total ab und ja, also wenn ich jetzt daran denke, kriege ich jetzt schon wieder eine Gänsehaut, weil es echt klasse war. Und ja, freuen uns auf jeden Fall. Ja, vielleicht klappt es ja irgendwann nochmal. Ist schon angesprochen, wie es für euch ist, wenn ihr auf der Bühne steht. Michi, an dich vielleicht nochmal die Frage, ist eigentlich irgendwo Nervosität noch dabei in dieser Phase, in der ihr euch jetzt befindet, bevor ihr irgendwie auf die Bühne geht? Also Nervosität ist auf jeden Fall immer dabei. Also sobald du auf der Bühne stehst, schon allein in der Arena, wenn du da irgendwie vor der Treppe stehst und schaust dich einfach mal um, siehst die ganzen Menschen, da denkst du einfach nur... 10.000 ungefähr? Ja, triss so, du musst jetzt hier gleich auf die Bühne, musst dich präsentieren. Aber das ist dann halt so, sobald dann irgendwie die ersten Instrumentenklänge dann irgendwie erklingen, dann ist die Nervosität dann auch schon irgendwo verflogen und dann ist eigentlich nur noch Vorfreude da. Und wenn die Leute da noch mitgehen oder mit abgehen, dann ist es natürlich optimal und dann spielt man das echt dann runter und man hat echt Freude dabei. Die Frage zur Nervosität auch deshalb, weil uns natürlich Material zugespielt wurde, dass wir Ihnen jetzt auch mal zeigen wollen, was denn so im Backstage-Bereich vor einem Auftritt bei Cat Ballou so alles passiert. Das passiert also im Backstage-Bereich bei Cat Ballou. Ja, Olli, da haben wir dich gesehen. Ist das Nervosität oder ist das was anderes? Ist es einfach, ja, warm machen, sich heiß machen?
So war es eigentlich, ne? Also man muss ja auch die Muskulatur ein bisschen aufwärmen, ne? Ich spreche da ja auch aus Erfahrung. Ja, nee, wirklich. Ich habe jetzt in dem Moment vielleicht keine Nervosität gespürt. Vielleicht war es das unbewusst, kann auch sein. Aber ich wollte mich eigentlich nur ein bisschen warm machen. Und dann hält er die Kamera drauf. Da kann ich ja nichts für. Ah, Kamerakind, Dominik. Ja, das musste einfach sein, weil es einfach so bescheuert aussah. Und da dachte ich, danke. Das darf man der Welt nicht vorenthalten. Danke, danke für diese Bilder. Herr Dominik, an dich nochmal die Frage. Wenn ihr dann auf der Bühne steht, das Kölner Publikum an sich, ist es doch in gewisser Weise ja, fast schon verrückt, fast schon bekloppt? Ist es einfach toll, was einem da entgegenkommt in den Sälen? Schön bekloppt. Total erwartend sind die Leute natürlich auch, aber also ein großartiges Publikum, macht total Spaß, wenn wir auf der Bühne stehen dürfen. Man muss bedenken, du stehst halt immer vor einem vollen Saal und wenn die dann halt noch deine Lieder mitsingen, gerade bei Edith K. Ward, das lief halt über die Sessionen, kam es halt immer mehr und wenn du auf einmal anfängst, die erste Strophe zu singen, das Lied fängt ja ruhig an. Und die Leute fangen die erste Strophe schon mit an zu singen. Da stehst du dann und denkst auch noch, das ist nicht wirklich. Ne? Und ja, ich weiß nicht, wie habt ihr gesehen? Also das war jetzt mein Eindruck. Genau so, absolut genial, klar. Also wenn man da ein Lied schreibt im Sauerland irgendwo, ne, ein Jahr zuvor und man steht dann auf der Bühne. Und es war nicht das Sauerland. Ja, stimmt, es war Bad Arolsen. Ja. Okay, das kann jetzt jeder mal bei Google Maps eingeben und dann findet Bad er Bad Arolsen, da war Twistesee, den Ort. Ganz genau. Aber ist natürlich klar, es ist natürlich mega beeindruckend, wenn du so ein Ding schreibst irgendwie und stehst dann auf der Bühne und 1000 Leute da unten singen das. Ne? Das ist unbeschreiblich. Dieses kleine Örtchen ist ja jetzt schon angeklungen. Ihr habt euch ja dann auch direkt nach der Session schon wieder direkt zurückgezogen. Olli, ist denn ja eigentlich, ist das direkt wieder so eine Phase, wo man kreativ sein kann? Man zieht sich dann wieder zurück zu viert, lässt die Köpfe rauchen oder wie muss man sich das vorstellen? Die Fäuste fliegen. Also keine Einigkeit mehr bei Cat Balou. Weiß ich eigentlich gar nicht. Also was wir auf jeden Fall wollen ist, also der Hintergedanke dabei ist, wir kriegen oft die Frage gestellt, seid ihr bekloppt? Wie könnt ihr oder wie haltet ihr das dann nochmal so lange miteinander aus? Und wir wollen halt einfach diese ganze Energie, die wir im Karneval so angesammelt haben, noch mitnehmen. Ne? Und das ist ja auch der kölsche Geist oder der karnevalistische Geist, ne? Und den man selber spürt und lebt und dann kann man den mitnehmen und macht dann nochmal 5 Tage weiter so. Und wir feiern dann auch mal für uns noch ein bisschen. Und dann dürfen wir halt auch mal ein Glas Wein oder Bierchen trinken, was wir ja die ganze Session über nicht getan haben. Genau. Also Fastenzeit wäre für euch auch gar nichts. Ihr müsst ja nach der Session dann endlich mal einen Kölsch trinken dürfen. Das Fastenzeit umgekehrt. Manche Leute verzichten, wir verzichten dann halt auf den Verzicht. Wir haben im Karneval gefastet. Wir haben im Karneval komplett verzichtet. So. So muss jeder seine Opfer bringen. Ja. Kevin, der Olli hat es gerade schon angedeutet, dieses Miteinander aushalten. Wie ist das über so lange Zeit, quasi jeden Tag gemeinschaftlich da im Bus? Geht man sich da manchmal auf den Keks? Oder ist es einfach, ja, wir sind einfach dicke Kumpels und das ist, macht einfach Spaß? Ich glaube eher Letzteres. Also wir kennen uns ja schon wirklich seit Ewigkeiten. Ich meine, der Olli ist mein Cousin, Michi ist Ollis Cousin, Dominik ist angeheiratet oder adoptiert. Aber Inzucht war, nee. Bin nein, ich dabei. Ausschneiden bitte. Es ist natürlich so, dass wir kennen uns seit Ewigkeiten und wir stehen seit klein auf irgendwo auf der Bühne und machen Musik zusammen. Und klar gibt es auch mal die eine oder andere Reiberei, aber ich glaube, dafür kennen wir uns gut genug, um uns da auch genauso schnell wieder zusammenraufen zu können. Ja, aber um das noch kurz zu sagen, klar nerven die. Natürlich. Also doch, ja. Haben wir's. Endlich haben wir was aufgedeckt. Aber es ist schön. Ja. Michi, es ist sicherlich so, jetzt ist es mehrfach angeklungen, irgendwie habt ihr eine lange Zeit, die man immer dann auch verbringt, auch nach der Session gleich wieder. Hat man da ganz schnell wieder im Gefühl, wenn man da ein Lied schreibt und vielleicht die ersten Töne sich dann da entwickeln, das könnte wieder ein Hit werden, so wie in der letzten Session vielleicht? Ich finde, das kann man gar nicht so sagen. Also ein Lied muss sich auf jeden Fall entwickeln, du kannst dich jetzt nicht hinsetzen und dann in 10 Minuten irgendwie ein Lied runterschreiben. Auch wenn du jetzt denkst, so ja, es ist ganz gut und Melodie und Text, das gefällt ja einem so, muss auf jeden Fall nicht heißen, dass es direkt irgendwie ein Hit ist oder so. Ein Lied muss sich entwickeln, es entwickelt sich über ein Jahr vielleicht. Wo seht ihr da eure Schwerpunkte oder ja, eure Zukunft? Explizit im Karneval und ausschließlich im Karneval oder auch mehr? Also wir wollen gar nicht abgrenzen, ob Karneval oder nicht Karneval. Also wir sehen halt vorrangig natürlich irgendwo kölsche Musik.
woran wir halt im Moment sehr arbeiten. Wir haben uns dann natürlich auch irgendwo entwickelt, von Köln rockt aus bis hierhin. Und daran wollen wir halt weiterarbeiten, noch mehr kölsche Musik zu machen. Und ich würde auch gerne eine kleine Sache zu der Frage sagen, und zwar ist es eigentlich nur ein Satz, wir machen ja nur Musik. Und da kann man eigentlich jetzt gar nicht sagen, komm, wir machen jetzt mal ein Karnevalslied. So, und ich weiß jetzt auch nicht, wer... Also, ja, man kann sagen, wie man es will, es klingt dann falsch. So. Aber nee, wir machen halt Musik. So. Ob es dann jetzt so oder so ankommt, das muss man dann am Publikum rausfinden. Musik, die das ganze Jahr funktioniert, warum sollte sie nicht dann auch in der Session funktionieren? Genau. Kevin, was steht als nächstes an? Es gibt, glaube ich, bei der Casala-Tour, beim Abschlusskonzert, steht ihr auch noch mit auf der Bühne. Was gibt es sonst für wichtige Termine jetzt in den nächsten Wochen und Monaten bei euch? Genau, also wir spielen in der Live Music Hall, zu Gast bei Casala. Und wir planen natürlich auch ein eigenes Konzert, dafür ein großes Konzert, ein eigenes. Dafür gibt es im Moment noch keine Informationen, zumindest keine, die ich preisgeben möchte. Ja, also, wenn sie es gibt, zuerst bei LVF-TV. Genau, natürlich zuerst bei LVF-TV, da wird es in den nächsten Monaten bestimmt ein paar Infos zu geben. Dann läuft ja zurzeit das Kneipenkonzert, wo wir die Kneipentour, genau, wir touren durch ein paar Kneipen hier in Köln. Und ja, genau, Dominik sagt es schon ganz richtig, ich glaube, dem muss man mal ein Mikrofon geben. Was erzählst du denn da? Erzähl mal was zu den Events. Mama darf mal wieder. Genau, erzähl doch mal was zum Tanzboden. Ja, wir wurden auch von, ich glaube, vor 2-3 Wochen angerufen von den Wise Guys, ob wir nicht Lust hätten, bei ihnen beim großen Konzert im Tanzbrunnen Open Air mitzuspielen, Gast zu sein. Und auch Edith Kervort halt mit ihnen zu performen. Und da haben wir auf jeden Fall gesagt, wow, nicht schlecht. Deutschland bekannte Band, selber auch schon mal dabei gewesen und mal beim Konzert gewesen. Und da sagt man natürlich nicht nein. Und da freuen wir uns total. Es wird bestimmt eines der Highlights dieses Jahr. Und ja, das Jahr ist ja jetzt noch jung. Und es gibt bestimmt die eine oder andere Überraschung, auf die man sich vielleicht als Cap Balloon-Fan oder generell freuen kann. Freuen wir uns auf jeden Fall mit. Nicht Nein sagen, hast du gerade gesagt. Wir sagen übrigens auch nicht Nein zu dem Fanpaket, was ihr uns mitgebracht habt. Oh ja. Vielleicht nochmal 2-3 Worte. Was ist das alles? Was habt ihr uns alles mitgebracht? Das gibt es auch gleich zu gewinnen. Hier, ein leeres Glas Wasser. Sehr gut. Das wird weggehen. Hier sind Buttons. Einmal einen, wo wir alle drauf sind und dann nochmal von jedem einzeln. Als Katzen, ne? Wie es im Namen halt schon drin steht. Dann nochmal das... Ich frage jetzt nicht, wer welche Katze ist. Ja, das ist das ja offensichtlich. Da muss man, genau, muss man Cat Balloon für studiert haben. So, dann haben wir hier noch einen Aufkleber, wo das Gleiche drauf ist. Dann haben wir hier eine limitierte Auflage von der Edith Kervort CD. Da ist nur dieses eine Lied drauf und gibt es auch nur, ich glaube, 500 Stück. Und nicht zu kaufen. Nicht zu kaufen, kann man nur von uns geschenkt bekommen. Oder bei LVF-TV gewinnen. So ist Schenk fast gar nicht mehr, sind fast alle weg. Sind fast alle weg, ja. Das sind die letzten 5. Ich habe noch 2 zu Hause, habe ich letztens gesehen. So, dann haben wir hier noch eine Autogrammkarte, natürlich signiert, ein T-Shirt mit Edith Kervort drauf und natürlich die aktuelle CD noch. Ja, und da hält der Michi noch was Spezielles hoch. Und noch was ganz, von der Band direkt, ne? Also ein Schlagzeugfell, wo der Michi auch... Hast du da drauf gespielt? Ich habe da drauf gespielt. Ja. Also das was ganz Besonderes, das kann man in keinem Geschäft dieser Welt kaufen. Das gibt es nur hier und nur bei 11.11.TV zu gewinnen. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Das Gewinnspiel habe ich angesprochen. Danke. Diese ganzen Preise gibt es bei 11.11.TV zu gewinnen. Das Fanpaket von Cat Balloon. Dazu müssen Sie nur eine Frage richtig beantworten. Welchen mittlerweile wirklich angesagten Wettbewerb in Köln hat denn Cat Balloon in der letzten Session gewonnen? War es A, Los Ma Singe, oder war es B, Los Ma Danze? Ich denke, Sie wissen die Antwort. Dann einfach eine E-Mail schreiben an unsere E-Mail-Adresse quiz@11.11.tv. Ich drücke die Daumen und euch nochmal vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio, bei unserer Premierensendung. Danke. Danke auch, Philipp. Gleich nach der Werbung geht's weiter mit einer ganz außergewöhnlichen Karnevalsparty. Da haben wir ganz exklusives Bildmaterial aus Dubai und auch Studiogäste von den Blauen Funken und von der Großen von 1823. Und wir kümmern uns auch noch um das neue Sessionsmotto. Zurück bei 11.11.TV. Sollten Sie erst jetzt einschalten? Überhaupt kein Problem. Die Sendung können Sie nämlich jederzeit auch abrufen auf unserer Homepage 11.11.TV. Da gibt es nochmal schön aufbereitet alles zum neuen ganzjährigen kölschen Karnevals-TV-Format. Und natürlich auch die komplette Sendung zum Anschauen.
Wir sind ja immer noch mittendrin in der Fastenzeit. Trotzdem gibt es genug Leute, die weiter täglich an Karneval denken. Nicht nur wir von 11.11 TV. Das gilt auch und vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Divers. Wir dachten uns, da müssen wir unbedingt mal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Denn ganz viele denken sicherlich bei so einem Kostümhersteller, da ist jetzt erstmal bis Herbst einfach nur Pause. Aber weit gefehlt, nach der Session ist dort direkt schon wieder vor der Session. Es war die erste Session im größten Karnevalskaufhaus der Welt in Frechen. Es war die erste Session mit 8 Filialen. Und es war trotz der Kürze eine extrem erfolgreiche Session für Deiters, die Nummer 1 im Karneval. Hier war ein Menschenauflauf, der Wahnsinn. Unten war voll, oben war voll. Das habe ich in den 15 Jahren, wo ich hier tätig bin, noch nie mitbekommen. Letztes Jahr war schon sehr heftig, aber wir merken stetig, es wird Jahr für Jahr mehr. 2000 verschiedene Kostüme und 17.000 Accessoires auf 8.000 Quadratmetern. Das sind die beeindruckenden Zahlen. Und rund 170 Mitarbeiter kümmerten sich um zehntausende begeisterte Jecke im größten Karnevalskaufhaus der Welt. Der neue Laden gerade ist super bei den Kunden angekommen und dementsprechend viel hatten wir auch zu tun. Montag bis Samstag waren wir fast rund um die Uhr tätig. Es war zwar stressig hier für uns an den Kassen, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Allein die Leute glücklich zu stellen, dass wir denen das geben konnten, was sie haben wollten. Und ja, haben ihnen alle ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, als sie rausgegangen sind. Also wir atmen jetzt erstmal durch, genießen auch ein bisschen die Ruhe und werden jetzt hier erstmal wieder Ordnung reinbringen und alles neu gestalten, wieder auffüllen. Der Chef kümmert sich wieder um neue Produkte. Für uns geht der Verkauf weiter. Es ist nicht nur 3 Monate im Jahr Karneval. Der Kölner findet immer eine Gelegenheit, um sich zu verkleiden. Es fangen jetzt viele Motto-Partys an, ob Hochzeiten, Geburtstage. In den letzten Jahren ist es so ein Trend geworden, dass das halt auf Mottos aufgeteilt wird. Ganz zuallererst kommt jetzt Oktoberfest. Trachtenmode, von der Qualität her einzigartig für den Preis. Halloween Party steht natürlich wieder an, unsere in der Lanxess Arena. Schützenfeste, Kindergeburtstage, Schulveranstaltungen, Weihnachten. Und dann geht's los wieder, Vorbereitung zur Session 2014. Denn nach der Session ist vor der Session. Und natürlich haben alle Deiters-Filialen ganzjährig geöffnet. 200.000 Kostüme sind ständig verfügbar. Das riesige Lager in Frechen ist auch nach Aschermittwoch prall gefüllt. Und Deiters denkt natürlich auch an die Kostümfans in der ganzen Welt. Wir haben auch einen Online-Shop und da kann man so ziemlich alle Kostüme kriegen, die wir halt hier auch im Verkauf haben. Es ist wirklich faszinierend, wie weit wir Pakete verschicken. Amerika, Dubai, Schweiz, Österreich. Viele meinen halt, weil wir im Rheinland vertreten sind, wir hätten nur aus dem Rheinland Kunden. Nein, wir sind auch im Ausland sehr stark vertreten. Ob es jetzt die Schweiz ist, ob es die Benelux-Länder sind, Norwegen, Dänemark. Das Größte, was wir dieses Jahr hatten, war eine Bestellung, die kam aus Dubai. Karneval wird immer größer. Drehe total durch. Das Deiters-Motto gilt nicht nur in der Session, sondern an 365 Tagen im Jahr. Es ist nochmal voll geworden im 11.11 TV-Studio. Freue ich mich ganz besonders drüber, denn jetzt haben wir in unserer Premierensendung noch 3 richtig unverschämt gut aussehende Herren im vollen Ornat hier im Studio. Zum einen Mario Anastasi, jüngsten Senatspräsidenten Kölns, den Senatspräsidenten der Großen von 1823 und noch 2 blaue Funken, Georg Riesemann und Georg Gessmann bei uns im Studio zu Gast. Und aus einem besonderen Grund, denn die 3 hatten eine etwas längere Session als alle anderen,
denn die haben wir eben in Dubai noch weiter gefeiert. Vielleicht könnt ihr uns erstmal schnell aufklären, Mario, warum Dubai? Was habt ihr in Dubai jetzt noch gemacht? Ja, wir haben ja eine Session dieses Jahr, die mit Sonnenschein filzt und unhett. Ne? Und in Dubai hätte man dann. Und dann haben wir gesagt, dann fähre man da wieder. Nee, natürlich nicht. Wir sind eingeladen worden vom German Emirates Club, persönlich von Jan Hussing. Der ist der Chef, der CEO vom German Emirates Club und der Veranstalter einer großen Party, die dieses Jahr zum vierten Mal in Dubai stattgefunden hat, mit Kölner Musik und Kölschem Fastelehr. Georg, im Ornat bei eben 25, 30 Grad in Dubai, angenehm? Partystimmung oder eher ein bisschen schweißtreibend? Ja, also ganz realistisch, super angenehm. Also könnte man sich auch in Köln dran gewöhnen. Super angenehmes Klima im Moment da unten. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Wir hatten mittags einmal eine Fotosession, da war es vielleicht ein bisschen wärmer wie gewohnt. Aber abends bei der Veranstaltung absolut perfekt. Vielleicht der perfekte Tipp für alle Karnevalisten, um der Nach-Karnevals-Sessions-Grippe aus dem Weg zu gehen, oder? Absolut, ja. Wir hatten sehr viel Spaß. Und man kann sagen, dass auch für nächstes Jahr wieder eine Karnevalsparty angeraumt ist. Und wir hoffen, dass wir auch nächstes Jahr wieder vollzählig dort erscheinen werden. Und ja, die Stimmung am Strand, die Gäste, es war einfach toll. Wir wurden aufgenommen wie, was heißt wie Brüder, aber es war einfach toll. Jeder wollte ein Foto mit uns machen. Wir sind am Strand mit Fotos machend willkommen worden. Es war einfach toll. Aber bevor wir jetzt die ganze Zeit nur darüber reden, wie es denn in Dubai zugegangen ist, nur von der Theorie quatschen, wollen wir es einfach auch sehen. Hier ein paar Impressionen aus Dubai. Da sind wir, Dubai, das ist prima. Karneval funktioniert einfach überall, auch 6.500 Kilometer vom Rheinland entfernt. Wenn der German Emirates Club zur mittlerweile traditionellen Karnevalsparty lädt, dann schlagen die Herzen der Exil-Rheinländer in den Vereinigten Arabischen Emiraten höher. Erstmals mit dabei war in diesem Jahr auch eine Abordnung der Blauen Funken und Kölns jüngster Senatspräsident Mario Anastasi von der Großen von 1823. Und das kölsche Trio staunte über Giraffen, Clowns und Piraten, die passend zum Wüstenklima die Karawane zieht weiter sangen und eine Polonaise am Strand starteten. Absolute Premiere feierte auch der erste Prinz von Dubai. Prinz Jörg der Erste stammt wie der kölsche Prinz Ralf aus Stadtkill und wohnt in Dubai. Fastelovend im Blut, nicht nur am Zuckerhut, sondern auch in Dubai. Nach nur einem Abend endete die Karnevalssession im Luxusemirat, aber Fortsetzung folgt. Auch 2014 gibt's wieder echt kölschen Karneval, 6.500 Kilometer von Köln entfernt. Also absolut beeindruckende Bilder, überhaupt keine Frage. Ich denke, ihr habt es auch schon angedeutet, wie beeindruckend das war. Das Einzige, was mir gefehlt hat, war ein Umzug mit Persiflagewagen, Mario. Oder gab es den und wir haben nur keine Bilder davon gesehen? Also der Karneval dauert in Dubai ja genau einen Tag. Doch so lang. Das ist wahrscheinlich für den Prinzen vor Ort die kürzeste Session, die so geben kann. Ein Umzug ist da relativ schwer möglich, weil wir dürfen nicht vergessen, es ist ein arabisches Land. Das heißt, die grundsätzlichen Bedingungen sind etwas anders als bei uns. Ne? In Dubai ist es schon schön. Wir haben den Umzug an dem Abend gemacht mit einer relativ langen und ausgiebigen Polonaise. Ne? Und da war die eine oder andere Persiflage mit an Bord. Insofern war das sehr schön. Ich stelle mir auch den Weg dahin gar nicht so leicht vor. Ich meine, ihr seid von Frankfurt geflogen. Am Frankfurter Flughafen hat auch noch nicht jeder so ein Ornat gesehen. War das am Zoll nicht auch schon alles schwierig? Ja, das haben wir uns vorher auch gefragt. Wurde dann auch schon in Frankfurt am Zoll spannend. Ich durfte dann auch erstmal meinen Hutkoffer öffnen oder das Handgepäck in dem Fall, weil sie waren dann etwas skeptisch, was denn so ein Federbusch ist. Sie haben den dann auch genauer inspiziert, haben den auf links gedreht, haben sich jede einzelne Feder angeguckt. Eine Kollegin von dem Zollbeamten kam dann auch dazu, die kannte sowas dann wohl auch oder hat sowas schon mal gesehen. Die war dann am Schmunzeln und hat gesagt, das ist schon in Ordnung, das ist kein Artenschutz oder sonst irgendwas, das darf dann doch schon mit. Also ihr seid hingekommen, ihr seid auch wieder heil zurückgekommen, wie wir sehen. Jetzt gibt es in Rio
eine kölsche Karnevalsparty quasi. Das Festkomitee war gerade da. Es gibt in Israel eine kölsche Karnevalsparty. Es gibt jetzt in Dubai eine kölsche Karnevalsparty. Ja, Georg, ist das auch aus eurer Sicht vielleicht der Weg des Kölner Karnevals? Einfach Kölner Karneval weltweit? Ich denke schon. Wenn man sieht, wie herzlich wir empfangen wurden, die Polonaise, die der Mario angesprochen hat, ich glaube, wir hatten über 20 verschiedene Kulturen auf einmal, die hintereinander herzogen. Ich glaube, es spielt gar keine Rolle, wo man herkommt. Karneval hat eine eigene Sprache. Von uns aus fliegen wir ja gerne durch die ganze Welt, ob das jetzt Israel, Rio oder Dubai. Ich denke, wir werden überall Spaß haben können, egal welche Sprache, welche Hautfarbe. Karneval ist international und ja, wir hoffen, dass wir den Kölner Karneval auch weiterhin irgendwie in die Welt transportieren können. Sprechen wir schon so ein bisschen über die Zukunft. Mario, das neue Sessionsmotto geht auch in die Richtung. Was haltet ihr von dem neuen Sessionsmotto? Ja, Zukunft mal spinkse wat küt. Das ist mit Sicherheit ein Motto, was eine ganze Menge Interpretationsspielraum bietet. Und ich persönlich freue mich auf die kommende Session und auf die Ideen, die alle Gesellschaften, sowohl die dem Festkomitee angeschlossen als auch alle anderen, haben werden in der Ausübung und Darstellung und Interpretation dieses Mottos. Als jüngster Senatspräsident ist Zukunft ja mit Sicherheit ein Thema. Insofern ist es auch ein Motto, was mich persönlich sehr interessiert. Ja. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank, dass ihr bei 11.11 TV bei der Premierensendung hier im Studio gewesen seid. Ihr wisst jetzt Bescheid, wenn euch die Zeit bis zur nächsten Session zu lang wird, einfach 11.11 TV gucken. Das verkürzt die Zeit auf jeden Fall. Und wenn euch die Zeit nicht zu lang wird, guckt ihr trotzdem rein. Alles klar. Ja. Schönen Dank, dass ihr da wart. Ja. Die Großen von 1823 und die Blauen Funken waren also heute hier in der Premierensendung im 11.11 TV-Studio schon mal vertreten. Und das soll auch in Zukunft so sein. Vereine, Chors, Gesellschaften, quasi alle Jecken sollen sich hier mal wieder finden. Und so werden wir in Zukunft natürlich auch Gäste hier im Studio zu Besuch haben. Aber wir gehen auch raus mit unseren Kamerateams, wollen Sie besuchen und die besonderen, die lustigen, die außergewöhnlichen Geschichten erzählen. Wir sind da offen für alle frischen Themen. Melden Sie sich gerne bei uns mit Vorschlägen direkt in der Redaktion. Da schicken Sie am besten eine Mail an redaktion@11.11tv oder Sie melden sich via Facebook bei uns. Auch das sicherlich ein ganz einfacher und schneller Weg. Das neue Motto ist nun schon mehrfach angeklungen. Wir haben uns natürlich mal umgehört in Köln, wie Sie denn das neue Sessionsmotto so finden. Sowohl echte Kölscher haben wir gefragt, allen voran natürlich Motto-Queen Marie-Louise Nikuta, als auch ein paar Immis. Und eins, das ist jetzt schon klar, denke ich. Also dieses Motto braucht definitiv ein bisschen länger als das alte, um sich in die Köpfe so richtig einzubrennen. Zukunft, mehr Spinkse, wat küt. Und meine Frage... Was, Zukunft? Wie heißt das? Ich habe nichts von ihm verstanden. Zukunft, mehr, das habe ich nicht verstanden. Mehr Spinkse, wat küt. Hört sich ganz gut an. Ich verstehe es nicht. Zukunft, mehr Spinkse, wat küt. Das ist ja dann die Zukunft in unser Hände liegt vielleicht. Zukunft, mehr Spinkse, wat küt. Also Zukunft verstehe ich noch. Was könnt vielleicht auch, aber das Teil dazwischen verstand ich nicht. Zukunft, mir schwingse wat küt. Spinse ist doch ein speziell kölnischer Ausdruck, denke ich mal. Mir spinse was küt. Mir spinse was küt, ich glaube, wir sehen, was kommt, ja, glaube ich. Ja, finde ich gut, ja. Ich finde ganz klasse. Ja, passt ja zu unserer Kölner City. Ich mache auf jeden Fall Motto-Lied. Kann ich natürlich da nicht zu viel verraten, obwohl ich schon einige schöne Dinge da drin habe. Aber lasst euch mal überraschen. Mehr Spinkse, wat küt. Also das letzte von diesem Jahr fand ich auf jeden Fall besser, kreativer. Keine Ahnung, wie wir es jetzt umsetzen, könnte gut werden. Gibt ja auch allerhand in der Zukunft, was man sich wünschen kann. Also ich sag dazu, dass Karneval in Zukunft wohl noch bunter wird und noch ausgeflippter, was in Köln ja fast nicht mehr möglich ist, aber ich glaube, die Kölner sind da ganz kreativ. Zukunft, mehr Spinkse, was küt. Ja, auf jeden Fall meine Perspektive zu dem anderen. Da haben wir ja mal so einen Zusammenschluss zuletzt mit Rio. Ich weiß auch noch nicht, was ich für eine Musik mache, ob ich auf jeden Fall keine Samba. Wir wissen ja alle nicht, was auf uns zukommt und insofern ganz schön. Lass mal kommen, was wirkt. Küt wird küt. Wie war das nochmal? Zukunft, mehr Spinkse, was küt. Zukunft, mehr Spinkse, küt. Wir
Schminken, was kütt, habe ich da zwischendurch verstanden. Aber naja, ehrlich gesagt, egal. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie zum Beispiel das Motto-Lied klingen wird. Es bleibt auch spannend, wie das Motto-Kostüm aussehen wird. Das Schöne ist auf jeden Fall, Sie werden es erfahren, hier bei 11.11 TV, Ihrem neuen ganzjährigen kölschen Karnevals-TV-Format. Besuchen Sie uns doch auch mal auf Facebook. Da gibt es alle Infos zur Sendung, zu unseren Gästen, zu den Gewinnspielen und. Also einfach mal den berühmten Gefällt-mir-Button bei 11.11 TV klicken und gerne auch Fragen stellen, wenn irgendwelche unter den Nägeln brennen oder auch ein paar Anregungen loswerden. Denn 11.11 TV, völlig klar, das soll ein TV-Format sein aus Köln, über Köln und vor allem für Köln. Das war's für heute. Das war die Premierensendung von 11.11 TV. Die nächste Ausgabe gibt's dann in 2 Wochen, denn ab sofort schlägt's in Köln ja alle 14 Tage 11.11 TV. In 14 Tagen begrüßt Sie dann mein Kollege Lukas Wachten hier an dieser Stelle und der würde sich natürlich genauso wie ich freuen, wenn Sie auch dann wieder einschalten. Für heute sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Tschö und bleiben Sie aktiv.